Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LPG Angeln. Mit dabei natürlich wieder der Kevin. Hallo Kevin. Hallo Katrin. Hallo Chat People. Chat People. Ja. Party People. Hey Party. Was? So, ja, wir haben hier fleißig weiter gedroschen. Yes. Haben der Anhänger und der LKW vollgemacht und das werden wir jetzt auch abfahren. Yes, das werden wir. Und dann gucken wir mal, ob sich das auch lohnt. Nachfrage ist noch da, Gott sei Dank. Ja. Gott sei Dank. Das blinkt noch, ja. Jetzt habe ich wieder den Fehler, dass ich... Das gibt's doch nicht. Welchen Fehler? Wieder Mauszeiger im Bild gehabt. Was ist denn das immer? Hier von der... Keine Ahnung. Sehr komisch. Von der keine Ahnung. Das ist auch gut. Von der keine Ahnung. Alles klar. Kennst dich aus, ne? Ja, weiß Bescheid. Ja, ich fahre wieder Cabriolet. Ihr wisst, ich fahre gerne oben ohne. Ja, deswegen dachte ich mir, ich gehe gleich freiwillig zum LKW, weil... Sehr nett von dir. Du scheinst zu wissen, wo es hingeht. Ja, klar. Finde ich gut. Wie schnell kannst du fahren maximal? 35. Warte, ich stelle mir mit dem Tempomaten ein. Kurz. 35 hast du gesagt? Passt, ja. Tempomat ist auf 35. Aber es zieht sich schon ganz schön, das Feld, gell? Ja, es ist knapp, wenn man es auf die Minimap schaut. Stell dir vor, wir hätten... Aus dem Fahrzeug gefallen. Und in ein anderes rein. Stell dir vor, wir hätten kleinere Drescher genommen. Oh mein Gott. Das wäre ja lustig. Nicht? Nicht? Wer verschimpft auch schon. Nein, keine kleinere, ihr müsst Europa müsst ihr nehmen. Europa vor Sabine. Wo Kartoffel? Wo Kartoffel? So große Fälle, wo Kartoffel, geht schon. Wo Rüben? Gib ihm. Europa und gib ihm. Murphy! Ja. Das brüllen wir doch nicht hier in die Aufnahme. Das tut man doch nicht. Ja. Ja. Wie wisst ihr, dass du da bist? Murphy ist schon so eine kleine Rampensau, gell? Ja. Ich würde es aber auch so machen, wenn ich hier wäre. Bellen. Ich würde ihn so reinschreien. Ey, ich komm doch, ich hätte sie fernsehen. Ja, genau, mit der Stimme, ja. Hallo Mama, bitte fernsehen. Ja, genau. Spielt's voll Fame. Bin jetzt Billionär. Weiß ja, Ticket nach Island. Auf geht's. Ja. So, also, erst über Zuckerfabrik. Ja, wo fahren wir jetzt hin? Zuckerfabrik oder? Nee, weiter. Dann kommt Sägewerk und danach, da müssen wir rein. Okay. Da qualmt es auch schon ordentlich aus dem Schornstein. Sehr fleißig, die Leutchen hier. Ja, Wahnsinn, ja. Es ist VEB, was? Zuckerberger Roter Stern. Diese Umweltverschmutzer, ne? Wahnsinn. Aber da steht alles zum Wohle des Volkes. Stand jetzt an der Wand. Was ist hier? VEB Sägewerk. Oh! Gott sei Dank hat der gute Bremsen. Genau, Getreidewirtschaft, da müssen wir rein. Ist wohl keiner da, klingel mal. Ich hab Schlüssel, kein Problem. Ach so, wo hast du den Schlüssel her? Wieso geht das Tor jetzt dazu? Hallo? Ach so, weil ich. Ja. Hä? Du hast das Auge zu, weil ich X drücke auf Kontrolle zum Einsteigen. Das ach so. Und ich werde hinterher, aber. So, wo kommen wir jetzt hier? Warte, hier ist Lager, da müssen wir drüber. Müssen wir? Ja, das ist jetzt ganz wichtig für mich. Okay. Uiuiui. Okay. Wie schwer bin ich? Du stehst doch gar nicht ganz drauf. Ja, die Waage kann mich trotzdem wiegen. Ach so. 17,8 Tonnen, ja, das kommt hin circa, ja. Bisschen mehr normal, aber ist egal. So, jetzt hänge ich hier fest. So, wo kann ich jetzt abladen hier? Also ich habe 13,3 Tonnen. Siehst du mal. Ah, hier hinten kann man abkippen. Brumm. Nein.
Ah, da kommt's Money. Ich kann kein separates Konto, aber ich merke das auch. Nein, passt doch mal nicht. So, jetzt gucken wir mal, was der LKW gebracht hat. 7.054 Euro. Ruhe. Oh, was bringt der Kippo? Mehr. Alter, Alter. Eieiei. Ach, das war klar. Na? 5.807. Wahnsinn. Ja. Oh. Soll ich dich rüberschieben? Ja, bitte, bitte, danke. Warte. Oh Gott, Jesus Gott, da brauche ich mehr Anlauf. Ja, Entschuldigung, ich sag doch kein Budget. Geht's? Nee, warte. Ich habe noch immer 12,3 Tonnen, ne? Ich sag's nur, also. Ja, jetzt geht's schon, danke. Das ist aber auch eine enge Geschichte hier. Tja. Oh, hab mich gerade so durchgeschlängelt, aber ich glaube, ich habe das Hauseck mitgenommen. Ja, macht nichts. Schnell weg. Schnell weg, ja. Aber das ist halt der Nachteil bei den kleinen Kippen, gell? Also, das macht. Schon fahren. Nein, wir fahren ruhig. Nee. Es macht schon mehr Spaß, wenn du dir so einen dicken Krampe oder sowas hinstellst und knallst den voll bis oben hin. Und wenn du dann Verkaufer fährst bei einer Nachfrage. Ja. Das ist schon ordentlich, was da dann rüberkommt. Ja, klar, ja. Mhm. Aber gut, so können wir uns jetzt auch nicht beschweren. Nö, nö, das. So, dann werden wir jetzt unsere Zuschauer weiter langweilen mit hier durch die Gegend Gurke und dann weiter Gerste ernten. Murphy, was ist denn? Der Murphy unterhaltet die Zuschauer schon da. Wir haben keinen Livestream gerade. Was? Du hast gerade Leute gesagt. Mit wem redest du da? Ja. Wer ist da im TS? Wer ist das? Kenn ich den. Den solltest du kennen, ja? Murphy? Das ist doch der Onkel Nato, Mensch. Ja. Der hat keine Kekse für mich, interessiert mich nicht. Ist mir egal. Oh Kekse Gott, oh Gott. Da kenne ich ihn. Fütter mich, dann mag ich dich. Ja. Ja, Murphy, jetzt quatsch doch nicht in die Aufnahme. Also heute ist er wieder sehr gesprächig, ja. Überleg ja, grad, doch. Wenn wir hier auch abbiegen, nein, das geht wirklich nicht weiter, nein, nein. Müssten wir Querfeld einfahren. Ja, da hinten ist unser Feld, ne? Egal, fahren wir die Runde. Ist so schön die Landschaft hier. Ja, ja, ja. Machen wir schöne kleine Rundfahrt. Diese Hausgärten hier, die müssen wir noch halbblatt machen, was? Oh Gott, Murphy. Was denn? Ich weiß nicht. Ich habe jetzt nichts gehört, also. Gott sei Dank. Er hat sich wieder gerülpst, ne? Murphy hat ein Kopperl von sich gegeben. Ja, ja, okay. Kleines Bäuerchen. Ja! Muss ich hier rein? Ich glaube. Nein, nein, muss ich nicht. Hier ist Sackgasse. Ne, weiter, weiter, weiter. Oh, langsam! Was denn? Gott sei Dank ist hier kein Verkehr. Was? Das muss sich doch ändern, was? Aber wir würden da sowas für Stecker bleiben. Im Verkehr. Ja. Im, Im Straßenverkehr. Ja, ja, ja. Ja, ist schön. Hey. Ist schön, ja, ja. Du weißt, dass du hier alles zu klump fährst. Die ganzen Poller und Straßenschilder. Der schaut das aus. Da? Ja. Siehst du, hast du schon deinen Anschiss gekriegt? Ah. Angeprangert hat es, ich hab's genau gehört. Guck mal den da an. Guck mal. Komm mal zu mir. Was? Da. Ja. Der da. Warte mal, ich muss mich mal langsam drehen. Bist du denn? Hier. Ja, hier. Also ja, man hat weiß. Ja gemunkelt, dass man dem armen Kerl quasi der Bus unterm Hintern weggeklaut hat, ja, und der jetzt fassungslos auf seine leeren Hände starrt, wo eigentlich das Lenkrad noch sein sollte. Ja, aber hier steht aber der Bus. Eben, der Bus steht ja hinter ihm. Also was hat er denn dann? Oder man hat ihm die Zeitung geglaubt, die in den Händen hielt. Das kann auch sein. Red du doch mal mit ihm. Mit mir, mir gibt er keine Antwort. Mir auch nicht. Hallo. 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 Ich glaube, der hat seine Haare nur aufgemalt, Katrin. Was? Ja, der hat seine Haare nur aufgemalt. Der hat eigentlich eine Glatze. Ja, okay, komm, fahren wir weiter. Ja, das ist ein bisschen geistesabwesend. Ja, gell. Das ist, er ist schon ein bisschen gruselig, weil er sitzt da immer... Tag und Nacht und er sieht immer so aus. Ja, und er hält auch immer die Hände gleich, ne? Das ist. Vielleicht sollten wir mal einen Arzt holen.
Ich glaube, da kann kein Arzt mehr helfen, das Nein. ist, glaube ich, Oh ja. je. Der Zug ist, glaube ich, auch gefahren, leider. Sieht, dass wir da mal dran vorbeifahren und der zerfällt dann so langsam in seine Einzelteile. Ja, ich, pfuh, ja, mein Gott, Also irgendwo ne? am fehlbaren Arm, zack, abfallen. Also warte, ich stehe gleich auf Feld irgendwie, ne? Sollte man eigentlich machen, ja. So, Dilly. Tele. Tele so. Achtung! Bin schon weg. Halt! Ja, ich bin schon weg. Das war jetzt knapp. Ja, wie übel geschaut um dich, ne? Ach was. Ja, genau. Ach, was sagt sie wieder? Ja, genau. Achso, Presse starten, Scheibe gesunken. IP sagt, wir drauf jetzt automatisch aus, okay? Die ist eine Pflanze. Egal. Ist für die Tierchen. Oh, ist das Licht an? Weiß auch keiner. Machst du das? Sehr nett. Ja, du auch. Danke. Bitte. Bitte. Hallo. Na, na, na. Genau. Da müssen wir wirklich mit dem Andi nochmal reden. Warum? Ich finde das belastend. Hallo. Ja, was ist das? Ist Standardisierung. Sprichst du das Hello ein? Nein. Hello. Jetzt stell dir mal vor, du gehst da mitten in der Nacht durch Fuchshausen, durchs Dorf und läufst am Rathaus vorbei. Ja, da kommt sie mit Hello. Ja, genau, da trifft dich doch der Schlag. Tja. Da kriegst du ein Herzklabaster. Ah. Was liegt hier drin eigentlich alles rum? Also im Drescher, ja, Hammer, Schraubenschlüssel. Das ist genau da, wo man aussteigt. Schau mal vor, da fällt man drüber. Ja, keine Ahnung, wie das so, naja, so fahrlässig liegen lässt, Ja, keine Ahnung. und beim Rausfallen, da reißt dann wahrscheinlich noch der Hammer mit und haust ihn dir selber auf den Kopf. Ja, toll, ne? Das ist schon. Ja. Ich glaube, ich muss noch die Bahn schon wieder abtaken. Sonst schaffe ich die nächste nicht. Obwohl, Wie lasst du? ich fahre zurück. 57% haben wir jetzt. Wieso habe ich denn eine Stelle voll als meiner? Weiß ich nicht, vielleicht passt bei mir Hast du wenig, vor? nee, eigentlich Hast du beide. vor ganz, du hast vor dich ganz leer gemacht, oder? Ach nee, ich hatte noch, glaube ich, irgendwas um die 800 Liter oder so drin. Ja, deswegen. Obwohl jetzt werden die Bahnen nicht wieder kürzer, ne? Durch die Schräge hier werden die immer Ach kürzer, die so, Bahnen. stimmt. Naja, jetzt, wir probieren es einfach mal aus. Oh, Verzeihung. Oh. Was? Oh. Mach nichts. Wieso ist mein Rohr eigentlich nicht rosa? Ja, solltest du mal zum Arzt gehen, ne? Aber hauptsächlich diese Zahnräder hier im Innenraum sind rosa, alle, Ja, ne? Wie man fast nicht sieht. Ja, aber wenn du von oben drauf guckst, da ist alles, fast alles rosa da drin. Ja, der Motor, ja. Motor rosa lackiert. Also sieht schon witzig aus. Ja, ist mal was anderes, ne? Gab's so sicher mal. Bestimmt, das ist total authentisch. Ja, klar. Ich schaff's nicht, ich schaff's nicht. Nein, du hast viel 84. Angst. Ich schaff's auch, ich glaube, ich schaff's. Oh, vorhin Ach so. 70%. Ich weiß noch, Katrin, das geht schnell. Warten wir's auf. Aber Katrin, für die ist jede Hoffnung. Ja, das weiß ich. Ich werde es nicht schaffen. Ja, Mist. Lass mich zurück. Sicher nicht. Guck, dass du es schaffst. Rette Nein. dich. Was hat das Leben für einen Sinn, wenn du es nicht schaffst? Ja. Ja, Grüß mir die ja. Nachwelt. Nein. Gleich soweit. Nein, nein. So. Oh nein. Lass mich zurück. Oh. Nein, ich nehme dich mit. Halt! Ich nehme Ach, ach, ach. Ja, sollten wir sie. Na ja, gut, ist egal. Ach, lass sie ruhig doch stehen, macht ja nichts. So, Rüsselchen raus. Jetzt ist es sehr wichtig, ja. Ja, sonst geht da nichts. Das ist allerdings richtig, ja. Das ist eine Ja, bei mir alte. ist er, glaube ich, 96. Das geht. 96. Das ist
übrigens eine alte Mähdrescherfahrerweisheit. Ist das Rohr oben, wird man dich loben. Ach so? Ja, so kann man sich das merken zum Abtanken. Kann ein Rohr oben sein. Kann ja ausgefahren sein, oder? Naja, dann ist es oben. Ja, gut, ja. Das klappt ja so ein bisschen hoch. Eigentlich ja, ja. Jetzt mach mir doch mal einen schönen Spruch nicht kaputt. Das würde ich nie wagen, was? Na. Willst du nicht andere Seite fahren? Wieso? Ach so. Ja, so. Nee, das ist ja eigentlich egal, oder? Ob ich jetzt so rum oder so rum. Ja, dann bist du da vorne fertig und ja, ist ja egal, ne? Egal. Also, wieso habe ich jetzt das Licht angemacht? Ich weiß, wie machst du da Zeit, das kann ich auch nicht. Das mache ich ja Zeit. Nein, so dumm. Jetzt passt's. Hä? Ja, der lässt jetzt aber nicht wieder Büschel stehen, oder? Nein, nein, nee. Das ist nur jetzt wieder schräg stehen. Guck! Hä? Warte mal, hä? Warte, ich brauche mal meinen Kuss. Hä? Aber das ist doch ein Kuss von vorher gewesen. Vielleicht musst du doch anders darunter fahren, dass es passt, weil es schneidet passiert. Das, ach so, ja, das kann natürlich sein. Gut, dann fahre ich halt jetzt hoch. Lass dich mal vorbei. Also wenn wir jetzt auch noch fertig kriegen, das Feld. Naja, es ist schon ein bisschen was, das ist nicht zu unterschätzen. Nee. Wie sieht es denn in der Übersicht aus? Haben wir die Hälfte? Ja. Wenn du rumstehst, werden wir nicht weiterkommen. Ja! Stress mich doch nicht so, so kann ich nicht arbeiten. Du sollst nicht arbeiten, so schuften. Also es ist 16.21 Uhr. Ich glaube, mich haben wir jetzt Feierabend. Abendessen. Ja, was hast du denn gekocht für mich? Was? Ja? Ist alles mir. Alles mir, aha. Mir. Ja, gut. Alles meins. Beim Essen hört sich die Freundschaft auf, ne? Ja, das hat sich nicht wieder. Na, schau, doch, geht das aus jetzt. Aha. Nein. Okay. Also ich nehme das jetzt rechts mit, aber ja, warte, ich du nimmst deins links nicht mit. Was ist der Typ jetzt, wo du das verschieben wird? Ich warum? Weiß es nicht. Keine Ahnung. Es ist und bleibt ein Mysterium. Egal. Sonst wäre es ja langweilig. Da musst du deinen auch wieder anpassen wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich, ja. Ich guck jetzt mal. Ja, Ich bin aus dem Schlepper gefallen. Quatsch, aus dem Drescher. Jetzt falle ich auch schon aus dem Mähdrescher raus. Jetzt ist echt Zeit für Einstallskript, jetzt muss ich mich echt mal ransetzen da. Da erwühle ich mich wahrscheinlich drin beim Rausfallen, da bleibe ich dann so mit dem Hals im Gurt hängen. Mhm. Mähdrescher fährt weiter wegen GPS und Snoo hängt dann so an der Seite so. Was? Nein. Zappel, Gurgel. Hör auf. Warte mal. Bei mir haut's aber hin jetzt. Ja, das ist das noch. Also ich muss jetzt nichts verstellen. Warte mal. Passt noch. Ja, ich warte. Ich warte immer noch. Ja. Verkehrt. Wie war das? Versatz umkehren, so. Aber wieso brauchen wir jetzt wieder Versatz umkehren? Das hat jetzt die ganze Zeit passt. Ja, ich versuche jetzt wieder mit Versatz und. Ach so. Weil jetzt habe ich die Linie vom GPS ziemlich genau auf dem Schneidweg. Fahr mal zu mir und nimm mal den Kurs. Dann solltest du wieder einen Versatz haben. Verschiebst du mich dann nach rechts oder nach links? Weiß ich nicht. Toll. Wie ist das sehen? Tolle Sache das. Klar, einfach den Kurs. So, nehmen. Nach links schiebt's mich. Ja, den automatischen Versatz umkehren machst du wieder an? Hab ich. Okay. Und dann versuchen wir mal so. Okay. Gut, dann würde ich aber sagen, wie das ausgeht, seht ihr in der nächsten Folge. Jawohl. Ob das GPS auch richtig steht, seht ihr in der nächsten Folge. Fast gehört. Fast. Also, der Ansatz war erkennbar. Ja, mein Gott, ne, ich muss auf üben, ich weiß. Ja, für diese Folge kommen wir auf jeden Fall zum Ende. Wir bedanken uns fürs Zuschauen, hoffen, es hat Spaß gemacht und freuen uns natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, wie immer, eine gute Zeit. Ich sag schon mal tschüss. Tschüss.